Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, wer sich jetzt wundert, oh, Toto, zweite Ausgabe, beziehungsweise zwei Videos am einen Tag, der hat das vorherige Video nicht ganz bis zum Ende geguckt, habt ihr wieder nur geskippt. Denn da sage ich das relativ weit am Ende, dass heute noch eine zweite Folge kommt, wo wir jetzt unsere Clankriegsangriffe machen. Also, hier mit dem Schief Barfuß hatte ich euch ja versprochen, wir machen 10er, wir machen 11er. Und ich kann aber auch eine frohe Kunde verrichten. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ich nehme mal mein Monokel ab hier. Und vermutlich habt ihr diese Angriffsstrategie noch nie gesehen. Wir gucken mal auf die Nummer 15, wie man die machen kann. Also natürlich im Rathaus 10-Bereich blitzen wir ganz, ganz hart. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, tatsächlich, wir blitzen hier hinten die beiden Luftabwehren. Und eigentlich nehme ich immer noch eine dritte. Aber ich nehme jetzt nicht die dritte, sondern ich nehme hier den Feger. Ich nehme den Feger mal, denn der könnte mich hier ein bisschen arg stören. Soweit so gut. 9 Stück, ein davon. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Schub. Also ein Wutzauber ist dabei. Und dann gehen wir mal rein. Ich brauche mal 3 Stück. 1, 2, 3. Damit kriegen wir auch den Bogenschützenturm da hinten weg. Wir kriegen das ganze Stück da weg, alles klar. 1, 2, 3. Okay, hier hat das nicht ganz funktioniert, ist aber nicht so schlimm. Und jetzt nehmen wir den Feger noch mit dazu. 1, 2, 3. Dreimal den Feger. So, und jetzt versuche ich noch eine Luftabwehr hier unten irgendwie wo zu bekommen. Mal sehen, ob mir das gelingt, das weiß ich noch nicht. Wir schauen mal, ich bin ganz gespannt, wie weit. Ich lass den King mal fix laufen hier, dass der auf gar keinen Fall, ja, der kommt natürlich in die Range, der geht sogar rein. Alter. Okay, Leute, der geht rein. Das ist nicht schlecht. Dann können wir hier weiter fortgehen. Und die letzte Luftabwehr müsste jetzt gleich auch fallen. Erstmal den Elektrodrachen hier wegmachen. So, ein Drachen noch im Backend. Und jetzt müssten die gut durchziehen hier. Das sieht aber noch ganz gut aus. Gut, mal sehen, wenn die Single Inferno jetzt das erste Mal auf meine Drachen ballern, dass wir da vielleicht ein Single mit rausnehmen. Wir nehmen den mal raus hier. Und das sieht noch ganz gut aus. Außen haben wir kaum Beschuss oder relativ wenig. Erster Single ist down. Und jetzt geht auch mein Ballon dort auf. Jetzt muss nur noch fix der zweite Single fallen. Der fällt aber jetzt, und das sieht ganz gut aus, Leute. Das müssten eigentlich 3 Sterne werden. Auch wenn da jetzt noch ein paar Luftfallen rauskommen oder so. Ist egal. Das ist egal. Und nur noch ein Bombenturm. Wir haben jetzt nur noch einen einzigen Bogenschützenturm. Ja, wie gesagt, der Rathaus 10er Bereich hier ist relativ einfach. Das Coole ist, wir haben die Base zweimal. Das heißt, ich hoffe, dass sich jemand den Angriff anschaut. Dann kann er den nämlich genauso auch auf die nächste Base machen. Ab und zu sollte man dann auch mal Wiederholung gucken oder einmal einfach so über alle Bases rüber schauen. Wo vielleicht mal was doppelt oder sowas. Aber das sieht ganz geschmeidig aus hier. Und dann können wir gleich auch unseren Rathaus 11 Angriff machen. Den müssen wir allerdings auch im 12er machen. Macht aber nichts. Erstmal die 3 Sterne hier mitgenommen. Und ich meine nämlich, dass die nächste Base genauso aussieht. Ich schaue mal gerade. Perfekt. Ja, also der angreift, und das ist ein Rathaus 11er, der den machen kann. Ich hoffe, der Mortus guckt sich den Angriff von mir an. Braucht er nur doppeln. Ich meine, er hat sogar einen Drachen mehr und noch einen Warden dazu. Und das muss einfach funktionieren an der Stelle. Wir quicktrainen jemand nach. Und dann würde ich sagen, nee, wir springen noch nicht. Wir springen noch nicht auf den Elber drauf, sondern wir nehmen ihn hier. Wir nehmen ihn hier mal mit. Und zwar, ja, der Skull hat gestern nicht angegriffen, hat jetzt heute mit dem Angriff hier, hat er alles wieder weggemacht. Ein 3-Sterne-Angriff. Sehr schön hier im oberen Bereich. 4 auf 4, also ist natürlich ein kleiner, obwohl, nee, der Skull ist auch noch ein 12er, sehe ich gerade. Skull ist auch noch ein 12er. Und ist Skull ein 12er? Ja, Skull ist ein 12er, sonst hätte er, glaube ich, sein Royal Champion mit dabei. Hat er aber nicht. Okay, gucken wir mal rein, wer das gemacht hat. Also hier auch heftiges Geblitze. Und hier soll es mit Luft weitergehen. Ah, Suilalo, okay. Oh, das sehe ich hier eher selten hier beim kleinen Deutschland-Ad. Ich bin ja so einer, der kann diese Strategie mal so null, also wirklich null. Die müsste ich wahrscheinlich jetzt 2 Jahre üben, bevor ich da überhaupt mal einen 2-Sterner hinkriege in den Bereichen.
Das ist echt nicht meine Taktik. Ich meine, ab und zu mache ich das mal, ja, wenn irgendwo, wenn du irgendwo Ballons brauchst für irgendeine Quest oder für irgendein Clanspiel oder was auch immer. Aber kommt dann natürlich super durch. Er hat jetzt überhaupt keine Clanburg mehr zu befürchten. Und oben geht es jetzt mit den Hunden weiter. Also echt schick. Also so kann man es machen. Ich muss immer gucken. Ah, da sind die Feger. Okay. Da, oh, er friest auch den Feger. Alles klar. Und er friest auch den zweiten Feger. Perfekt. Feger friesen, Leute. Das ist das A und O. Friest nichts anderes. Friest die Feger, wenn sie euch vor allen Dingen im Weg sind. Und sie waren hier im Weg. Aber hat er schön gesehen. Späte Wortzündung hat er zwar jetzt nur die Hälfte mit reingekriegt. Ist aber nicht so schlimm. Oh, entschuldigt. Ich musste euch gerade einen ganz kurzen Cut da reinhauen. Denn ich habe mal gerade hart durchniesen müssen. Und dementsprechend wollte ich euch das nicht antun. Aber hat er schön gemacht hier. Und wir machen jetzt auf jeden Fall unseren zweiten Angriff, hatte ich euch ja versprochen. Machen wir einmal einen 10er und einmal einen 11er. Ich muss jetzt allerdings gleich auf dem Rathaus 12 angreifen. Der ist schaffbar für mich als 11er. Gucken wir mal, ob wir den hinkriegen. Aber Skull hat das schon mal super gemacht. Hier hat er auf jeden Fall, ich nenne es mal so, seinen Bock von gestern weggemacht. Der ist aber auch erklärbar. Also er hat sich entschuldigt, dass er privat etwas abkömmlich war. Alles cool. Real Life geht immer vor. Und von daher weiß ich, dass Skull ein guter Angreifer ist, beziehungsweise auch ein treuer Angreifer, der ist schon ewig bei den im Clan Herausforderer und macht dort auch seine Angriffe. Aber der Skull ist noch ein 12er, da sehen wir es auch. Und wir nehmen uns jetzt gleich einen 13er. Ne, wir nehmen uns einen 12er vor, glaube ich. Ich glaube, ich hatte mir den hier markiert mit Alex. Dann machen wir einen Switch. Dann switche ich eben mal die Accounts und dann sehen wir den Angriff. Ne, wir sehen ihn nicht. Wir werden ihn hier machen. Bis gleich. Okay, wir haben geswitcht auf den Rathaus 11 oder auf das Rathaus 11 und vielleicht habt ihr das eben schon in der Karte gesehen. Ja, ich mache jetzt zwar einen 13er. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich muss einen 12er machen. Nein, ich mache jetzt einen 13er. Natürlich könnte ich jetzt auch die 12, die Nummer 12 machen, denn hier haben wir auch wieder einen Angriff nicht ganz geschafft. Und aber ich werde gleich mal eine Mail lostreten, dass wir mal wieder minus 1 machen können, denn dann kann unter Umständen Matterhorn den hier einfach auslassen, je nachdem wie der Gegner dann agiert und wir können dann hier weitergehen. Vielleicht macht Matterhorn dann noch den 13er und Avatar macht den 12er oder vielleicht macht Avatar auch den hier. Der Bini geht ein bisschen runter. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Aber wir machen jetzt erstmal den 13er hier. Den hatte ich mir markiert und eigentlich nichts Wildes hier. Wir müssen mal gucken, wie wir das reißen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir einfach der Clanburg ein bisschen entgegenkommen. Er hat 3 Single Infernos, hat das Rathaus hier auf 1, hat einen 1er Adler. Und wir haben am Start eine Riesen-Bowler Hexenarmee mit Karre. Mal sehen, wie weit die durchgeht. Ich habe 2 Fries. Lass die Karre hier unten bei den Helden rein. Müssen wir mal gucken, da nehme ich sowieso noch einen anderen Held mit rein. Die kann man sicherlich auch anders machen, aber ich weiß mir jetzt nicht anders zu helfen. Aber warte mal, ich sehe gerade was anderes. Ich sehe gerade, dass wir, glaube ich, den einen Sprung hier rausnehmen und nehmen lieber noch einen Wut dafür mit. So, der müsste nochmal nachkommen. Ja, so machen wir das. Und denn der hat ja auch keine Mauern. Ich meine, klar hat er Mauern, aber das sind Level 8 Mauern. Worden darf ich nicht vergessen umzustellen. Gehen wir mal rein in die Attacke. Und, oh, ich hätte Doppelleiste machen sollen, aber egal. So, wir nehmen hier mal die Werkstatt. Und hier außen, kriegen wir da eigentlich was mit dem Bowler hin? Ah, noch nicht ganz, okay. Alles klar. Macht aber nichts. Wir gehen hier rein. Und setzen hier entgegen der Base hier unsere Truppen rein. Da kommt schon die Clanburg raus, okay. Worden mit rein. Und hier kommt der erste Wut, Leute. So, der soll erstmal jetzt hier wird er gefriest. Und der zweite Wut geht hier mit rein. Wunderbar. Ich nehme meine ganzen Truppen hier jetzt in Heilung. So, hier hinten könnten die eigentlich mal rüberjumpen. Gucken wir mal. Dass wir hier nochmal den Wut nehmen. Außen wird es nochmal ein bisschen spannend gleich. Denn im hinteren Bereich sind erst die Helden hier. Zumindest die Resthelden. Und da oben wird es auch nochmal interessant oh, die können wir hier beide friesen. Das ist cool. Die nehmen wir mal beide in Friesgarde rein. Und
Dann gehen die wahrscheinlich auch nochmal weg. Hier hinten sind ein paar Bowler mit Hexen. Da noch eine Hexe. Das sieht ganz gut aus hier. Der dicke Tank hier. Ja, außen sind jetzt natürlich erstmal heftig die Lager hier. Und mein Dicker wird natürlich jetzt dort das Ganze nicht ganz schaffen. Wo ist meine Queen? Die hilft da auch mit. Ja, außen ist nochmal heftiger Cleanup hier mit den vielen Lagern. Aber ich denke mal, das sollte trotzdem passen. Wir haben nämlich jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5 defensive Gebäude. Und das sollte in jedem Fall reichen, Leute. Queen darf ich nicht vergessen. Und die vergesse ich jetzt auch nicht. Soll ich die selbst zünden oder warte ich auf die Zündung? Oh, da ist der X-Bogen schon drauf, aber egal. Nehmen wir so mit hier, so eine schwache 13er Basie, die musst du einfach nur überrollen. Und deswegen sind das hier verdiente 3 Sterne vom Alex auf die Nummer hier. Und ja, wie gesagt, den 1-11er hier, den können wir eigentlich offen lassen. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir den auflassen, beziehungsweise den hier, dass wir den zumachen und dann lieber oben den, ja, vermutlich das stärkste Rathaus hier einfach offen lassen, sodass wir die Sterne mitnehmen können, bevor wir hier oben wieder einen Stern haben und unten wieder den Elfer nicht zumachen. Dann machen wir lieber den Elfer zu. Und hier unten noch 10er. Im Moment sieht es wieder ganz gut aus. Waldstock ist noch hinten dran, aber mal gucken, ob wir uns nicht noch ein bisschen steigern können. Denn unser Gegner hat noch gar nicht angegriffen. Wo sind die? Die sind Black Island. Ja, ich meine, die werden in jedem Fall noch angreifen, denke ich mal. Denn 99 Sterne haben die auch schon gemacht. Okay, Leute, das war es eigentlich von Teil 2 des unfassbaren Wochenendes oder des nicht unfassbaren Wochenendes. Deswegen habe ich euch auch heute das Ganze in 2 Folgen gepackt. Ich hoffe, ihr hattet die Glocke gestellt, dass ihr informiert wurdet, dass es noch ein zweites Video gibt. Und dann sehen wir uns mit weiteren Folgen und mit ein bisschen Clash of Clans live in dieser Woche noch wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, Leute. Euer Toto. Clash.